Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Factorio. Heider Gabe hier. So, wir machen noch gemeinsam eben den Zug mal voll und gucken mal, was es hier so benötigt wird. Ich habe eben schon einen kleinen Fehler entdeckt. Da müssen wir gleich auf jeden Fall nochmal hin. Genau. Alles andere machen wir jetzt nebenbei. Wir gucken mal ganz kurz. So, alles, was ich gerade nicht im Inventar habe, werden wir uns auf jeden Fall mal reinschmeißen. Ja, und dann werden wir ab nach unten zu dem, was ich gesehen habe. Und dann gucken wir mal weiter, wo wir stehen geblieben sind. Ich habe nämlich keine Ahnung. So, hier hätte ich gerne nochmal ein Paket. Die hatten wir, glaube ich, letztes Mal erst mitgenommen. Nehmen wir aber trotzdem mal mit. Grün. Da ist rot. So. Hier nehmen wir auch nochmal zwei Paar mit. Hier auch. Und dann nehmen wir hier noch mit ein Tank. Einmal dieses und einmal jenes. So, was habe ich vergessen? Ich glaube nichts, hoffe ich. Achso, Rohre. Rohre habe ich vergessen. Da oben. So, die nehmen wir nämlich auch noch mit. Und zwei von euch. Hier mal den Müll ganz kurz. Kann man nämlich noch einen davon mitnehmen. So, okay. Also, mir ist eben aufgefallen, durch so beim Durchfliegen. Ich habe geguckt, ob alle Züge fahren, ob irgendwo was verstoppt ist. Das ist immer so das, was ich als erstes mache. Und dann ist mir hier was bei den neuen Sachen aufgefallen, die wir gebaut haben. Und zwar dieses hier. Und dann bin ich hier mal drauf gegangen und wir haben 600.000 oh, jetzt bin ich überlegen, Silikon? Ne, Silikon war es nicht. Silber? Da drin. Und das sollte ja eigentlich nicht so sein. Ne, Stahl ist es, Stahl. Genau. Weil das wäre nämlich dann der nächste Step, den wir jetzt eigentlich machen wollten. Deswegen müssen wir mal gucken, was da bitte wieder abgelaufen ist. Das sollte nämlich eigentlich nicht so sein. So, wir gucken mal. Was ist denn hier los? Also, hier ist erstmal Stahl drin und hier ist drin... Oh meine Güte. Ja, gratuliere. Ja, gratuliere. Okay, da werden wir jetzt ein bisschen knabber zu knabbern haben, bis das leer ist. Aber naja. Okay. Wir suchen uns eine neue Stelle. Könnten wir direkt rechts neben machen oder wir gehen dahin. Ich glaube, wir gehen hier hin. Ist schicker. Wir gehen dahin und machen dann hier den Start von dem Verkippen. Genau das. Genau das werden wir dann eben aufbauen. Dass wir die Inverflüssigkeit haben. Ich gucke halt die ganze Zeit so immer mal, okay, wo hakt es gerade? Könnten wir irgendwo ein bisschen helfen? Ja, da gucke ich halt schon die ganze Zeit immer mal ein bisschen rein. Jo. Deswegen ist mir auch das gerade aufgefallen. Jo, muss sein, glaube ich, muss sein. Okay, wir nehmen noch ein bisschen Stuff mit. Weil ich glaube nicht, dass wir alles haben. Was brauchen wir denn noch? Das da hatten wir eigentlich noch. Die hatten wir mit, haben wir mit. Ampeln haben wir mit. Ich glaube, dann haben wir alles. So, einmal das hier.
Wir haben keine Schienen mit. Wir haben keine Schienen mit. Okay, was brauchen wir denn hier? Wir brauchen einen Input, einen Export. Also relativ easy. Können wir direkt anfangen zu bauen. Ein Export, den wir dann hier hinbauen. Und ein Input, der kommt hier. So, wir laufen kurz hier ein bisschen lang. Dann wird das nämlich schon alles schön aufgebaut und dann können wir direkt weitermachen. Können wir direkt den Aufbau machen. Ampeln und weiter, alles wird gestellt. So. Perfekt. So, wir brauchen natürlich noch Strom hier. Einmal. Und zweimal. So, dann lassen wir hier mal anliefern. Wir hätten gerne hier Stahl und Nickel. Stahl und Nickel. 8000. Und Nickel. Auch 8000. Und bitte fahrt erst, wenn ihr mindestens 4000 benötigt. Perfekt. Dann machen wir hier die ersten Outputs hin. So. Das dürfte jetzt hier super schnell eigentlich gehen. Wir machen jetzt hier Inva rein und dann ist gut eigentlich. Wenn wir dann Inva finden würden. Inva. Da. So. Hey. Einmal von oben greifen. Einmal copy. Einmal paste. Einmal paste. So. Naja, diese Anlagen hier gehen halt super schnell. Da brauchen wir jetzt auch nicht viel zu machen. So. Einer kriegt jetzt Inva. Ach, einer Inva. Mhm, alles klar. Einer kriegt jetzt Stahl, einer Nickel. Und dann war das auch hier schon. Und hier einmal Nickel rein. Okay, und dann verbinden wir das Ganze. So, hier machen wir aber jetzt einen größeren Urfarbkin. Warum? Hier werden wir auf jeden Fall noch mindestens ein oder zwei Materialien sehen, nehme ich an, am Schluss. Von daher sollten wir hier auch direkt schon so bauen, dass wir hier auf den grünen 2 kommen. So. Hier machen wir jetzt. So. Hier machen wir jetzt noch das Inva rein. Inva. Das da. Eine Sache werden wir hier jetzt noch ändern. Und zwar würde ich jetzt gerne hier, eigentlich relativ geschickt, machen wir das nämlich jetzt auch, Angebotsgrenze, mindestens 100.000. Hat den Hintergrund, dass er jetzt unter 100.000 erst gar nicht hier losfahren darf. So, dann war eigentlich schon alles hier. Ich würde jetzt gerne noch warten auf den Zug, der da gerade losfährt. Ja. Wie kommen denn da Alien-Dinger rein? Ach, auch interessant. Okay, der wird jetzt natürlich jetzt erstmal abarbeiten hier. Das ist aber alles gar kein Problem. Der Zug kommt schon, der ist schon unterwegs. Der fährt irgendwo bestimmt. Da. Da kühlt er schon. So, dann gucken wir, ob alles funktioniert hat, wie wir uns das vorstellen. Aber ich nehme an, schon.
Okay. Gut, dass wir aufgepasst haben. Okay, beide Items gehen raus. So, und die fangen an zu pressen. Der Rohstoff geht in die... Und läuft rüber in die Tanks. Perfekt. Hier ist eingestellt. Oh, runter von den Schienen. Molten Invar, alles gut. Okay, wir können weiter. Wir haben den nächsten Step schon wieder abgeschlossen. Und somit können wir dann den letzten machen. Und dann haben wir Invar-Platten komplett im System. Hier fliegen wir. Fahren wir eine Etage hoch. Stopp. Ganz wichtig, wenn ihr fahrt, ich vergesse es leider auch immer, guckt, dass ihr die Nanos drin habt, dann, falls nämlich irgendwo was fehlen sollte, baut ihr das nebenbei. Ich werde jetzt gleich auch den Zug ausmachen und ich werde eine kleine Strecke alleine fahren, und zwar die hier, hat den Hintergrund, hier fehlt einiges und hier würde ich gerne tatsächlich nochmal kurz stehen bleiben und hier noch ein paar Sachen kurz bauen lassen. Letztes Mal hatte ich zu wenig Materialien mit oder whatever, und ja, dann müssen wir das natürlich nochmal eben zu Ende bauen. Wir gucken mal ganz kurz das raus. Dann haben wir eben im Zusatzwagen auch noch Gleise. Dann bauen wir das hier nur ganz kurz zusammen. Ups. Dann bauen wir das hier ganz kurz zusammen. So. Geht ja relativ zügig, also von daher. Okay. Perfekt. Dann haben wir das auch. Dann kann er weiterfahren. Perfekt. Also das läuft. Machen wir noch die andere Seite. Und somit hätten wir Invar im System. Okay, da habe ich auch gerade was gesehen. Warte mal. Das da. Also wenn sowas fehlt, dann ist mir das egal, aber wenn sowas da fehlt, dann müssen wir auf jeden Fall direkt hin, weil das ist dann halt meistens irgendwie nicht so geil. Das ist meistens dann nicht so geil. Okay. Gut, wir ändern noch einmal hier und bauen das Ding. So, jetzt gucken wir hier, jetzt brauchen wir Flüssigkeiten und wir kriegen Export-Items. Wir brauchen Export-Items. Einmal das. Und wir brauchen Import-Items. So. Ich nehme Strom direkt mit. Dass wir direkt der Pari sind. Okay. Dann machen wir hier einen Tank rein, der das andersrum auspumpt. Der braucht ein Kabel. Wichtig. Wir laufen einmal rum, um den Rest da oben fertig zu bauen. Und dann hätten wir eigentlich auch schon die Haltestelle fertig. Dann können wir direkt mal anliefern lassen. Das werden wir direkt im Anschluss tun. Molten Invar. Molten Invar, 300.000. Und ich würde gerne mindestens 150.000 haben. Das da. Ich hätte gerne mindestens 150.000. So. Invar. Molten Invar. Okay, die Seite haben wir fertig. Ich sehe schon wieder einen Fehler. Das ändern wir direkt. Und zwar... Ah ne, ich bin doof. Das war kein Fehler. Ich bin doof. Ich habe hier gedacht, irgendwie, wir müssten da ja noch eine Pumpe hinstellen, aber müssen wir ja gar nicht. Oh Mann. So, wie viel müssen wir jetzt davon bauen? 20 Stück. Also 1, 2 machen wir als
Ah, okay, wir bauen einmal da drunter. 1, 2. Dann Inva. So. Oben machen wir den Eingang. Obwohl, warte mal, machen wir unten den Eingang. Wie viele Platten? Wie viele? 1. Okay. Dann können wir eigentlich oben die. Okay, wir machen es. Wir machen es so. Hat den Grund. Kann ich kurz erklären, warum ich das jetzt so gebaut habe. Eigentlich ganz easy. Und zwar, meine edle Überlegung war gerade, hier in der Mitte, Entschuldigung, hier in der Mitte kommt jetzt das Rohr hin, hier, der das Ganze dann von oben nach unten pumpt. Und das bauen wir ganz kurz. Dann haben wir das nämlich auch schon mal. So. Okay. Die Überlegung war, mache ich das Band in die Mitte, aber das Band ist voll. Deswegen nehmen wir die Flüssigkeit in die Mitte. Dann kann ich nämlich hier, wenn es sein muss irgendwann, im Gegenzug das Ganze nochmal hinbauen. Oh. Das war jetzt eigentlich nur der Hintergrund. Eigentlich relativ einfach. Auch wenn ich glaube, dass ich den nächsten hier so knapp dran baue, dass ich da so keinen Platz mehr habe. Also von daher eigentlich kompletter Bullshit. So, okay, wir kopieren. Oh, meine Güte, 2, 4, 4. 4, 8, 12, 16, 20. Und damit sind wir dann auch schon durch. Wechseln hier einmal die Bahn. Okay, wir müssen das doch noch einmal, wir müssen das auf jeden Fall nochmal runtersetzen. Hier hin. Sonst wird es zu eng. Sonst wird es zu eng. Falls wir da jetzt noch ein paar mehr Pipes brauchen, Bänder brauchen für weitere Rohstoffe, wird es auf jeden Fall viel zu eng. Und wir brauchen die da. So. Okay. Ach so, das doch, das bleibt. Er wird dann hier da oben das erste Material. Dum, dum, dum. Hm. Okay. Somit haben wir jetzt wirklich alles. Nur die Flüssigkeit fehlt bis jetzt, um das Ganze zu testen. Ah, schade. So, hier ist der Eingang. Dann machen wir hier ein Band hin. Und zwar noch hier. Und sagen hier Inva. In jedem 5000. Also 20. 20.000. Okay, und dann haben wir's. Dann sind wir hier wieder auch durch. Prima. Frage ist nur, warum kommt hier keine Flüssigkeit? Sind alle Züge unterwegs oder was? Ja, scheint so, ne? Weil es ist auf jeden Fall schon voll. Also voll ist es. Und ich glaube sogar 577, ne. Naja, ich hab gedacht, wer hätte schon auch schon wieder eine Lieferung gegeben, oder? Warte mal. Gut, aber Inva haben wir jetzt auch fertig. Dann sollten wir jetzt auch mal gucken. Oh, was ist das? Das machen wir auch noch ganz kurz weg. Das machen wir auch noch mal ganz kurz weg. So, perfekt. Okay, ja, dann werden wir in der nächsten Folge wissen, ob das hier funktioniert hat oder nicht. Ich sage bis hierhin, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.